wird auch dort. Stimmt so. Hier, ne? Hallo? Hallo? Hat aufgelegt. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Flohmarkt-Video. Standesgemäß wieder mit vielen Retro-Games. Und das Backgammon-Spiel, das habe ich gerade nur mit ins Video genommen, um in Ruhe die Anmoderation machen zu können. Jetzt sind wir hier in einer Kiste voll mit PS2-Games. Da blende ich euch auch mal ganz viele Preise ein. Einfach aus dem Grund, ich habe die Spiele selber recherchiert, weil ich bei vielen nicht die Preise im Kopf hatte. Und dann dachte ich, das ist für euch auch interessant. Also ich meine, es gibt auch so viele PS2-Games, die kann man auch nicht alle auf dem Schirm haben. Was kosten die Musikbücher? Moin. Was? Was kostet hier so ein Musikbuch? Gucken Sie mal, dann werden wir uns einig. Sind auch die CDs entweder drin oder die habe ich noch? Na hier zum Beispiel. 8. 8 Euro. Hör mal, ihr habt ja gerade eben da die Herr-der-Ringe-Titel gesehen. Welcher Herr-der-Ringe-Titel war denn nochmal so viel wert? War das Rückkehr des Königs für PC? Weil für PlayStation 2 war es ja gerade nicht so viel wert. SpongeBob PS1 würde ich tendenziell mitnehmen, aber nicht in dem Zustand. Ja, jetzt haben wir hier einige PS3-Titel. Den kannte ich jetzt auch noch nicht. Ist auch nicht viel wert, muss man also scheinbar nicht kennen. Splinter Cell war damals immer ein Klassiker. Ja, und das hätte man eigentlich mitnehmen können. Man merkt jetzt, ja, ich überlege. Aber ich lasse es dann letztendlich doch liegen. Zustand war bei den Spielen echt ganz gut. Ein Harry Potter hat gefühlt jeder zu Hause. Ja, und in diese Dinger gucke ich immer ganz gerne rein. Währenddessen sieht man im Hintergrund eine alte Fischerpreiskamera, die aber heutzutage nichts mehr wert sind. In diesem kleinen Säckchen war auch nichts drin. Da gucke ich immer ganz gerne rein, weil in sowas findet man gerne auch mal Pokémon-Karten. Ja, das ist jetzt noch eingeschweißt, aber uninteressant. In solche Kisten schaut man auch gerne rein, aber... Ja, in dem Zustand, also das war aufgeweicht vom Regen, mitgenommen, da kann man nichts mehr tun. Auch mit diesen, ich glaube, das sind teilweise eingeschweißte Titel, kann man auch nichts tun, weil sie einfach, sind halt einfach keine beliebten Spiele. Das Ding, das hat mich wirklich angesprungen, noch nie gesehen. Da wittert man natürlich, ja, das könnte was wert sein. Ich habe es zum Glück liegen gelassen, weil es ist nicht viel wert. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kanntet. Ja, Saints Row hätte ich besser mal mitgenommen. Das ist wirklich einiges wert. Ist auch ein geiles Spiel, aber ich wusste wirklich nicht, dass das so viel wert ist. Und bei Xbox kenne ich mich auch nicht gut aus. Ja, in die Kassettenkoffer gucken wir mal gerne rein. Da bin ich kein Experte, aber wenn mich jetzt irgendwie sowas wie He-Man oder sowas angesprungen hätte, dann hätte ich das natürlich mitgenommen. Hot Wheels Autos, jedenfalls überwiegend. Der Klassiker, ein Taschenrechner, lasse ich aber auch liegen. Ein City Scooter sehen wir da, Kindheit pur. Und jetzt sehe ich, da ist eine Maske. Da wird man natürlich hellhörig, aber das war ein Billigding vom Karnevalswürz oder sowas. Jetzt sehen wir hier eingeschweißte Tinboxen von Wrestling-Karten. Kinders, da habe ich länger überlegt. Da habe ich wirklich gegrübelt, kann das was wert sein oder nicht? Ich war mir echt unsicher. Es gibt ja viele Wrestling-Sammler, dementsprechend kann es natürlich was wert sein, aber zum Glück habe ich es liegen gelassen. Weil guck mal, was 11 Stück davon nur bringen. 9 Euro. Und hier habe ich einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Da habe ich wirklich wertvolle Titel im guten Zustand liegen gelassen. Angefangen mit Tony Hawk's Underground 2. Das tut weh. Aua. Weiter geht es mit Need for Speed Carbon.
Elmar, das liegt einfach daran, ich habe mit PC-Spielen nicht wirklich was am Hut. Hier sehen wir gerade Smash, in der Kindheit auch alle möglichen CDs von gehabt. Ne, mit PC-Spielen, da habe ich irgendwie keinen Draht zu und ich denke immer, die sind weniger wert. Gleiches gilt für diese Art Big Box hier. Schade, schade, schade. Viele wertvolle Sachen liegen gelassen. Naja, nochmal ein Kassettenkoffer mit viel TKKG. Und hiermit, mit dieser Aufnahme, habe ich diesen Einspieler vom Beginn gemacht. Das ist auch ein komischer Stand. Ein Apple Keyboard, zwei gefälschte Rolex Datejust und eine Kamera. Also irgendwas stimmt da nicht. Eine PlayStation 1 finde ich immer mal wieder gerne. Ich habe aber schon eine und bin da natürlich nicht so kauffreudig. Die war jetzt auch nicht in so einem guten Zustand. Es fing gerade an zu regnen, sie lag im Regen. Ist immer eine schwierige Situation, aber man merkt, ich überlege. Es ist einfach ein schöner Fund. Ja, ich kämpfe wirklich mit mir. Marke Eigenbau. Ein ferngesteuertes Auto, ein Formel-1-Auto. Das sieht aber irgendwie schon ein bisschen kaputt aus. Ein Walkman auf dem Boden und ein Nintendo Game Boy Advanced SP in Pink. Ja, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr den mitgenommen zu dem Preis, der nachher genannt wird? Also, der Zustand sieht auf dem Videomaterial nicht so schlimm aus, wie es war. Er war wirklich in keinem guten Zustand. Aber die bringen halt viel Geld. Die sind was wert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen Nintendo Advanced SP. Ich habe wirklich keinen. Aber Pink ist natürlich auch so eine schwierige Farbe, ne? Haben Sie davon noch mehr, von solchen Sachen? Gehen wir uns so? Okay. Jo, das ist ein Spiegel noch. Ja, das ist aber... Ja. Die werden mit 20 rum, 20 gehandelt, ne? Und mehr. Ja, aber da muss halt Zustand schon und die Farbe ist schwierig und weißt du nicht, ob der funktioniert. Trotzdem danke, ne? Schönen Tag noch. In solchen Dreckskisten gucke ich mal ganz gerne, spätestens seitdem wir da mal für 1 Euro diesen Hammerfund hier gemacht haben. Ich blende es mal gerade ein. Da springt mich dieses Nintendo Wii-Lenkrad an. Da vermutet man natürlich mehr. Leider war da nur noch ein PS1-Spiel da. Ich glaube, es war, ja, es ist Wrestling. Naja. Hier hat jemand ganz behutsam die PlayStation 2 auf dem Asphalt gelegt. Kratzt da schön ein bisschen vor sich hin. Lose noch ein PS2-Spiel drauf. Also da kaufe ich schon aus Prinzip nicht, muss ich wirklich sagen. Daneben haben wir aber eine gut verpackte Xbox. Da hätte man mal fragen können, aber irgendwie war ich schon abgeschreckt von dem Stand. Das war wirklich auf den ersten Blick ein sehr schöner Stand. Auf dem zweiten Blick waren es sehr, sehr viele gefälschte, billige Spielzeuge. Also, ja, ich war wirklich ein bisschen gehypt, als ich den gesehen habe, aber das hörte dann auch sehr schnell auf. Der hatte auch ein paar gute Sachen dabei, keine Frage, aber viele gefälschte Sachen. Ihr müsst jetzt auch mal gucken bei diesen Figuren. Meines Erachtens sind die Wrestling-Figuren gefälscht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Die sehen zwar von hier aus auf die Distanz, sehen die original aus. Gleiches gilt für diese Turtles-Figur. Keine Marke drunter, kein Datum. Pff. Schreibt mir mal in die Kommentare. Also ich meine, die ist gefälscht. Ja, wie hieß nochmal dieser Film? Das Monster... Das Monster aus dem See oder sowas. Ja, ist natürlich schön. Super Mario ferngesteuert, so ein Mario Kart. Power Ranger Figuren, die wahrscheinlich auch gefälscht sind, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher. Schwieriger Stand, muss ich wirklich sagen. Das war aber ein toller Stand. Da verkauft ein Vater die Sachen seines Sohnes. Und da haben wir hier einen Nintendo Wii Controller mit Nunchuck. Ihr könnt ja mal schauen, was dabei rumkommt. War wirklich ein netter Typ, netter Stand. Was ist deiner? Wie viel nimmst du dafür? Das Rest von meinem Sohn, ich weiß nicht, aber ich dachte so 5 Euro. Ja, das ist halt schon ziemlich durchgenudelt da, ne? Also das Plastik. Also ich muss wirklich sagen, der sah da schlimm aus. Der war so dreckig.
Aber weißt du denn, ob das noch funktioniert? Nee, ne? Ich hätte jetzt 2 Euro gegeben, ich weiß es nicht. Ist halt immer schwierig mit Technik. 2 Euro hätte ich gegeben. Wie wenig 2 Euro? Das ist, ich glaube, normaler. Neu, was kostet neu? Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Die, ich weiß es nicht. Ja, musst du sagen. Ich, also, mir ist es jetzt nicht viel wert. Gerade weil das halt hier so kaputt ist und so. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob es funktioniert. Ne? Das ja, 3 Euro. Sag mal deinen Preis. Ja, aber ich sehe, der kostet ja mindestens 20 Euro oder mehr vielleicht. Ist das so? Okay. Der normale Familie kostet 20 Euro heute Tag. Ne? Hm. Ja, ich überlege mal gerade. Also wirklich, Leute, der Zustand da, der war so dreckig. Ich habe den nachher aufgearbeitet ohne Ende. Ja, machen wir das so. Mit 3 Euro. Ja, so sieht er aus, nachdem ich ihn eine halbe Stunde bearbeitet habe, mit Zahnbürste und allem drum und dran. Ist wieder vorzeigbar, würde ich sagen. Also für 3 Euro kann man sich wirklich nicht beschweren. Und er funktioniert. Ich blende euch mal gerade ein Bild ein. Da seht ihr die Lampen leuchten. Bin ich wirklich zufrieden und ich kann nur so viel sagen, er ist nicht mehr in meinem Besitz. Ich blende euch mal ein, was die so bringen könnten. Ja, das ist so ein Preis, was die so gebraucht bringen. Ja, war ein erfolgreicher Schnapper. Da haben wir eine PlayStation 3 liegen, Xbox-Controller und Lenkrad. Ah, der Xbox-Controller, der sah schon echt dreckig aus. Hinten fehlt irgendwas. Ich kenne mich damit, mit Xbox kenne ich mich wirklich nicht aus. Irgendein Akku oder sowas fehlt da wahrscheinlich. PlayStation 3 zerkratzt ohne Ende. Da lässt man besser die Finger von. Ja, das war so ein Stand. Ich glaube, da kam ich zu spät. Da läuten bei mir echt alle Alarmglocken. Hier so ein Junior-Lerncomputer. Diddlemäuse, das sind wirklich die Sachen aus meiner Kindheit, meiner Jugend. Und ich glaube, da kam ich zu spät. Allein schon, das gehört auch noch zum Stand. Also PlayStation 1 Titel waren scheinbar vorhanden. Also ich vermute wirklich, da hat schon jemand zugeschlagen und das sind jetzt so die Reste. Schade, da war ich auch ein bisschen spät dran. Alte Handys gucke ich auch wirklich immer sehr gerne. Im Hintergrund läuft ein bisschen Radio. Also alte Handys gucke ich immer gerne. Jetzt finde ich da ein Handy. Das hatte damals mein Kumpel und dem wollte ich das mitbringen, so als Gag, sag ich mal. Das war aber zu 1000% kaputt und funktionierte nicht mehr. Da war hinten, war diese Antenne, die rauskommt, war verrostet. Was kostet das? Für 2 würde ich es mitnehmen, aber nee, ich muss bei 2 bleiben. Meinst du, das tut's denn noch? Nee, stimmt, dafür verkauft man es nicht. Das ist Elektroschrott. Punkt. Ja. Diddlemäuse, wie gesagt, das ist der Indikator für gute Fänge, meines Erachtens. Aber leider kam ich auch hier scheinbar zu spät. Ja, Command and Conquer und Herr der Ringe. Da habe ich wirklich überlegt, können diese Gesellschaftsspiele was wert sein? Aber die Sache ist, sind die dann vollständig oder nicht? Ja. Hier haben wir noch ein paar Comics bzw. Mangas. Naruto, sehr beliebt. Und hier haben wir eine PS1 Mini Classic, ohne alles, ohne Kabel. Die kriegt man neu, teilweise aber auch schon für 24 Euro. Was soll man denn dafür geben, ne? Sehr, sehr schöner Stand. Grüße gehen raus an der Stelle an Mustafa, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr korrekter Typ, der scheinbar auch meine Videos guckt. Ja, der hat wirklich tolle Sachen und da kaufe ich dann auch was. Leider war die nicht original, weil ich suche für die PlayStation 1 eine blau- oder grün-transparente Memory Card. Die war aber nicht original, von daher bin ich daran nicht interessiert.
Ja, dann noch ein paar Gameboy-Spiele. Aber mich interessiert dieser Controller. Weil ein PS1-Controller mit Joysticks, ja, den suche ich. Was nimmst du für den Controller hier? 10 Euro. Ja, fair. Also der Zustand machte wirklich einen guten Eindruck. Das ist ja für die PlayStation 1, ne? Mit Analog dann. Können wir da 6 machen? 8 kann ich hier nehmen. Dann machen wir 7. Treffen wir uns bei 7? Okay. Solange du mich nicht filmst, zahlst du mich. Nee. Guckst du Videos? Ich filme ja nie die Personen. Ja? Aber guckst du Videos online? Bei YouTube? Ja. Ah, krass. Du hast mich einmal gefilmt. Aber nicht Gesicht, ne? Nein. Da haben wir das gute Stück. Auch den habe ich sauber gemacht und ich finde, der sieht wieder richtig klasse aus. Der sieht jetzt hier im Videomaterial aus wie neu, aber der hat natürlich so ein paar Schrammen. Da zoome ich mal gerade ran. Nee, bin ich wirklich mit 7 Euro sehr zufrieden. Wie gesagt, habe ich schon länger gesucht. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Mustafa. Man wird sich bestimmt nochmal sehen. In dem Video hat man auch gesehen, da lag dahinter noch ein N64-Controller in Gelb. Der war mir persönlich aber ein bisschen zu durchgenudelt, den habe ich dann liegen gelassen. Nee, wirklich toller Fund und ich glaube, den kann ich auch für die PS2 benutzen. Bin ich mir jetzt gerade aber nicht hundertprozentig sicher. Also habt ihr da einen Tipp? Wisst ihr das? Kann man diesen Controller von der PS1 für die PS2 benutzen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ich gucke da noch so ein bisschen rum bei dem Stand. Wie gesagt, die Gameboy-Spiele. Darüber hat er noch ein paar DS-Spiele. N64-Titel, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Und dieses Modul für die Super Nintendo habe ich wirklich noch nie gesehen. Aber Scope, das ist doch dieses Gewehr, ne? Das ist wahrscheinlich ein Spiel zugehörig zu diesem Gewehr. Sieht man, finde ich, relativ selten. Ich kletter dann hier noch rüber, da hat er noch PS1-Titel und auch PS2-Titel und so weiter. Das hätte ich gerne mitgenommen, also das Undercover, aber der Zustand war leider nicht so gut. Hier liebäugel ich nochmal mit der PS1. Ja, und die Super Nintendo. Ja, bei Super Nintendo war ich nicht so in Kauflaune. Ich weiß auch nicht. Rein theoretisch hätte ich da auch mal fragen können. Habe ich warum auch immer nicht gemacht. Und dann springen mich noch diese alten Retro-Handys an. Da habe ich ja wirklich was für übrig. Ja, hier durchwühle ich nochmal gerade PS4-Titel und DS-Titel. Und bevor wir mit dem Live-Flohmarkt-Video weitermachen, möchte ich euch gerade mal dieses kleine Schätzchen zeigen. Ja, Pokémon Grüne Edition, so in Europa und in Amerika nie rausgekommen, sondern nur in Japan. Und jetzt hier, ich sag mal, als Fanart im Look der europäischen Version oder amerikanischen Version. Und das ganze Ding funktioniert. Also wenn das mal nicht der Wahnsinn ist. Also, das ist jetzt... Sprachenlernen Bubble. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich nenne es mal Fanart im Look der amerikanischen Version. Und ungefähr so wäre die natürlich dann auch in Europa rausgekommen. Das Ding funktioniert und es ist einfach der Wahnsinn. Bezahlt habe ich, ich glaube, ungefähr mit Versand 26 Euro. Also absolut im Rahmen. Und ich würde sagen, ich gehe da jetzt gar nicht so viel drauf ein, weil ich möchte zu der Thematik nochmal separat ein Video machen. Ich wollte es euch nur gerade zeigen. Jetzt haben wir hier noch einen ziemlich schönen Stand mit alten Büchern. Finde ich immer ganz geil. Ich mag so diesen Look von alten Bibliotheken. Ah, schaut euch diese Bücher an.
Also für alte Fotos und Postkarten habe ich auch wirklich was übrig. 2 Euro finde ich auch nicht zu viel. Ich habe da auch was gekauft. Ich habe nur irgendwie vergessen, das jetzt nochmal separat zu filmen. Ja, müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ist ja wahrscheinlich für die meisten jetzt eh nicht so interessant. Aber blätter ich immer ganz gerne durch. Das ist auch so alte Familienaufnahmen. Ich finde es einfach interessant. Ja, hier haben wir alte Nick der Weltraumfahrer und Tibor Comics. Also die finde ich auch wirklich so geil. Die sind nicht viel wert, aber ey, Leute, das sieht doch so kultig aus. Ich finde, da könnte man sich auch jede Seite gerahmt hinhängen. Und ganz viel Playmobil. Nicht meine Baustelle, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber wirklich ganz viele Sachen in OVP, da schaut man mal gerne drüber. Ja, das sind, glaube ich, Infinity-Figuren. Da kenne ich mich 0% aus. Falls ich was Gutes übersehen habe, schreibt es in die Kommentare. Ja, eine alte Alf-Figur. Was sagt man dazu? Nicht mein Fall, aber Zustand war wirklich sehr, sehr gut mit Etikett. Ist so aus den 80er Jahren. Also für die 80er Jahre ist das wirklich ein sensationeller Zustand. Aber der Stand ist viel zu teuer. Ja, meine Freundin schmeißt ein bisschen die alten Winnetou-Bücher durch die Gegend. Grüße gehen raus. Und das war's auch schon mit dem Live-Flohmarkt-Video. Im Hintergrund seht ihr ein schönes altes Motorrad, eine BMW. Da ist scheinbar jemand mit zum Flohmarkt mitgefahren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommen bald sehr interessante Videos. In dem Sinne, bis bald.